Wenn wir die Augen schließen, verlassen wir das Reale und begeben uns ins Reich der Träume. In dieser geheimnisvollen Welt sind wir mit unserem Unterbewusstsein allein. In diesem Video erklären wir euch, was es bedeutet, wenn ihr bestimmte Sachen träumt. Träume von eurem Auto. Angst um den Körper. Wenn ihr von eurem Auto träumt, dann ist das häufig ein Code für euren Körper. Funktioniert euer Auto im Traum nicht richtig, kann es sein, dass sich euer Geist Sorgen um ihn macht. Beobachtet genau, was mit ihm passiert. Sieht es gut aus? Welcher Teil des Wagens funktioniert gut, welcher eher schlecht? Im richtigen Leben befördert euch das Auto von A nach B. Im Traum ist es ein Sinnbild für eure Körperlichkeit. Träume von eurer Kindheit. Verdrängung. Wichtig für die Traumdeutung ist zu wissen, in welchem Kontext ihr euch befindet. Wenn ihr von der Arbeit träumt, so habt ihr wahrscheinlich den Tag vorher vor allem an die Arbeit gedacht. Interessant wird es, wenn ihr von dem Ort träumt, an dem ihr groß geworden seid. Das kann nämlich darauf hindeuten, dass ihr unterbewusst über einen Konflikt oder auch ein schönes Ereignis aus eurer Kindheit nachdenkt. Das muss nichts Schlechtes sein. Versucht euch im Wachzustand klarzumachen, was ihr da im Schlaf reflektiert habt. Wirre Träume, Unkonzentriertheit. Erzählen eure Träume eine klare Geschichte oder springen sie wirr von einem Punkt zum nächsten? Träume sind das Spiegelbild eures Geistes. Man kann davon ausgehen, dass Menschen, die in Gedanken oft abschweifen, auch in ihren Träumen oft mehrere Konflikte gleichzeitig mit sich ausmachen. Wer hingegen klar, stringent und ausgeglichen ist, wird in einem Traum auch eher eine einzelne Geschichte von sich selbst erzählt bekommen. Déjà-vus, Gehirn war überfordert. Ihr kennt es sicher, wenn ihr etwas erlebt, von dem ihr sicher seid, dass ihr es schon mal geträumt habt. Dies kann natürlich blanker Zufall sein, in der Regel spielt euch euer Gehirn aber einen Streich. Das, was ihr tagsüber erlebt, wird nachts in Träumen verarbeitet. Das Gehirn packt bestimmte Ereignisse sozusagen in Kisten und holt sie wieder raus, wenn das notwendig ist. Ein Déjà-vu ist, wenn das Gehirn an einem bestimmten Punkt überfordert ist und meint, ein erlebtes Ereignis schon in eine Kiste gepackt zu haben. Das ist kein Grund zur Sorge. Déjà-vus erlebt so gut wie jeder Mensch ab und zu. Zweifel an fremden Menschen. Selbstzweifel. Jede Person, von der ihr träumt, habt ihr schon mal irgendwo gesehen. Ihr mögt sie vergessen haben, aber euer Unterbewusstsein hat sie gespeichert. Wenn ihr von scheinbar fremden Menschen träumt, träumt ihr jedoch in Wirklichkeit von euch selbst. Ihr seht euch selbst in dem Gesicht eines anderen. Wenn ihr euch also im Schlaf mal sehr über jemanden aufregt, passt gut auf, dass es dabei nicht um euch selbst geht. Tiere. Schlechte Angewohnheiten. In Träumen drückt sich vieles nicht klar aus. Euer Unterbewusstsein teilt euch verklausuliert mit, was ihr euch wünscht, wovor ihr Angst habt und was ihr erreichen könnt. Man kann bestimmte Dinge deuten. So weiß man, dass Süchte häufig in der Form eines beängstigenden Tieres im Traum verarbeitet werden, aber einen Leitfaden, um alle Träume zu deuten, gibt es leider nicht. Wenn euch ein Traum quält oder ihr denkt, dass er euch etwas Wichtiges mitteilen will, solltet ihr zu einem Psychotherapeuten gehen. Dieser kann dann mit euch euer Unterbewusstsein erforschen und die Codes und Symbole entziffern. Was war euer unglaublichster Traum? Verratet es uns in den Comments!